Das Feuer der Liebe ist unverlöschbar, so es einmal das Herz ergriffen hat, denn die Liebe kann in vielfacher Gestaltung und vielfachem Grad den Menschen berühren. Liebe ist ein ewiges Feuer, das sich entzündet ohne jeden Anlass, weil es die Urkraft ist, die alles erstehen ließ und alles erhält. Also glimmt in jedem Menschen ein Funke dieser göttlichen Urkraft, dass sich je nach dem Willen des Menschen entfachen kann zu einer riesengroßen Flamme, wie es aber auch erstickt werden kann oder eine andere Form annimmt, insofern, als dass sich die Liebe in Menschen zu einer Abart entwickelt, die nichts Göttliches mehr an sich hat, dass sie zur Eigenliebe wird, also ein Funke ist, der nur glimmt, aber keine Flamme schlägt, die das, was in ihre Nähe kommt, verzehrt mit ihrer Glut. Ein rechtes Feuer wird eine überaus wohltätige Wirkung haben und eine belebende Wärme ausstrahlen. Es wird leuchten in weiten Umkreis und erhellen das Dunkel der Nacht. Und so wird auch die rechte Liebe aufleben lassen jeden Menschen, der von ihr berührt wird. Denn eine rechte Liebe ist keine Ich-Liebe, die nur sich selbst zu befriedigen sucht, sondern sie teilt sich dem Nebenmenschen mit. Sie ist wie ein Feuerstrahl, der verzehrt, was in seine Nähe kommt. Und sie wird nicht erstickt werden können, sondern immer heller aufflammen, weil sie etwas Göttliches ist, das sich nicht verringert, sondern stets vermehrt. Die rechte Liebe kann darum nicht nachlassen, und ob Ewigkeiten darüber vergehen, sie bleibt unveränderlich, und so wie sie einmal einen Gegenstand ergriffen hat, wird sie nimmermehr von ihm ablassen. Darum kämpf nicht an gegen dieses heiligste Gefühl, lass in euch die Flamme immer höher schlagen, gebt ihr immer neue Nahrung und wisst, dass die Liebe gleichzeitig ein Reinigungsfeuer ist, das sämtliche Schlacken aus der Seele entfernt. Die Liebesflamme sucht sich zu vereinen mit der ewigen Liebe und also jedes Hindernis zu verzehren, was sie von dem ewigen Feuer trennt. Und ihr sollt der Liebe in euch ständig Nahrung geben. Ihr sollt eure Herzen öffnen und der Flamme der Liebe Anlass gewähren. Ihr sollt nicht das kleinste Flämmchen zu ersticken suchen, sondern euch erfassen lassen von ihm und euer Herz durchglühen, denn es ist das Göttliche, was in euch entzündet werden soll durch euren Willen. Wer aber die Liebe hat, der ist auch Gott nah. Also sollt ihr nicht ankämpfen gegen dieses Gefühl, das euch zu göttlichen Wesen stempelt und das euch ganz und gar erfüllen soll, wollt ihr mit der ewigen Liebe euch verschmelzen. Zur Liebe müsst ihr werden, dann erst kann die Vereinigung mit Gott stattfinden, der die ewige Liebe selbst ist. Dann erst habt ihr das Ziel erreicht, ihr habt euch zur Liebe gewandelt und seid somit wieder in euren Urzustand eingetreten, wie es eure Bestimmung ist. Amen.